Ich halte gerade eine der Weltneuheiten der Medica in der Hand, eine Laserdusche. Die erste Laserdusche wurde eigentlich schon 1986 von der Firma MKW konzipiert. Deren Teilhaber, Matthias Mink, steht jetzt gerade neben mir. Ja, Herr Mink, erklären Sie mal, warum ist das denn jetzt eine Weltneuheit, obwohl die 1986 schon konzipiert wurde? Ja, es gibt eben auch Anwendungen bei stark behaarter Haut oder auch in der Tiermedizin. Da musste man früher eigene Laserkämme, wie zum Beispiel solche Geräte, bauen. Wir haben heute beide Anwendungsmöglichkeiten in ein Gerät vereinigt. Was ist denn jetzt genau der Vorteil von diesem Laserkamm? Ja, mit einem Laserkamm erreichen Sie, dass auch stark behaarte Haut, wie zum Beispiel die Kopfhaut, behandelt werden kann. Also in der Anwendung sieht das dann so aus, das Laserlicht wird durch diese Kammspitzen direkt durchgeführt und jetzt während des Kämmens komme ich jetzt mit dem Laserlicht direkt auf die Kopfhaut. Was ich so erreiche, ist, dass die Reflexion ausgeschalten wird. Denn wenn ich mit einer Laserdusche behandeln würde, also von hier etwa, würde das Laserlicht auf das Haar gehen und würde zurückreflektiert. Und was kann man da jetzt genau mit behandeln? Ja gut, Kopfhautstörungen jeder Art. Es gibt ja Psoriasis, es gibt genügend Kopfhautstörungen, letztendlich auch Haarausfall, selbst sowas gibt es auch medizinischer Haarausfall, Alopecia areata zum Beispiel, alle solche Punkte kann man mit einem Laserkamm behandeln. Aber der größte Einsatzbereich für den Laserkamm ist natürlich die Tiermedizin. Ich habe gehört, Laser lässt sich auch gut in der Kosmetikbranche einsetzen. Wie genau? Ja gut, in der Kosmetik zählt ja auch als medizinischer Assistenzberuf zu diesem großen Kreis, die diese Lasergeräte einsetzen können. Hier nutzt man zum Beispiel die starke durchblutungssteigernde Wirkung des Lasers, aber auch die Steigerung der Zellenergie kann dazu führen, dass das Hautbild insgesamt verbessert werden kann. Jetzt sehe ich hier aber auch noch so einen kleinen Stift. Wofür ist der jetzt besser einzusetzen? Ja, solche Laserpens, sogenannten Laserpens, werden eingesetzt für punktuelle Behandlungen, für Schmerz- oder Triggerpunkte oder aber auch für ganz kleine Flächen.